So, Hallöchen, ihr Lieben. Mal ein Bericht mit nicht allzu gutem Wetter. Und wie ihr seht, ist hier auch wahnsinnig viel los. Ich bin heute mal nach Wodnjan gefahren. Ist ja nicht weit von uns. Hier wollte ich schon ewig mal diesen Markt angeschaut haben. Hier gibt es im Prinzip alles zu kaufen. Hier drüben, es erinnert mich so ein bisschen eher an den Polenmarkt. Also da haben auch so kleine, wie ihr seht, dann ihr eigenes Olivenöl zu verkaufen. Pflänzchen viel. Und hier drüben ist dann eher so ein bisschen, wie sagt man das, professioneller oder wie auch immer. Also hier gibt es dann im Prinzip alles an Blumen, Nutzpflanzen. Selbst Spargel habe ich auch noch nie gesehen als Pflanze, dass man sich das irgendwo hinpflanzen kann, einen Garten pflanzen kann. Also das fand ich sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Hier unten ist er nämlich. Da kenne ich ja jetzt schon aus dem Wald. Also wie ihr seht, gibt es einfach alles. Und hier drüben, das finde ich nämlich noch auch der Hammer. Ich hatte euch ja ein Bild dran gemacht mit den Schweinen. Das sind keine Schweinchen mehr, das sind schon Schweine, die es hier auch zu kaufen gibt. Und hier drüben um die Ecke rum gibt es dann auch... Mensch, das ist ein Gewusel. Es ist bloß so wackelig, weil ich meine Tüte hier am Arm habe. Eine Sekunde, ich mache das mal ein bisschen... ich habe nämlich gerade schön Käse gekauft und Risotto-Reis, mal anderen als im Laden. Ich mag es total gerne, Risotto zu kochen. Läuft ein Glas Wasser im Mund zusammen. Und ja, deshalb habe ich hier mal anderen ausprobiert. Hier können die Autos, wie ihr seht, direkt ranfahren und diese großen Säcke einladen. Aha, da quietscht es. Die haben wahrscheinlich Küken gekauft. Ist natürlich toll, aber vorne auf der Straße ist das natürlich dann ganz schön... geht es ganz schön zu, mit Stau ein bisschen, aber jetzt gerade ist alles frei. Keine Ahnung was... Mais, wahrscheinlich Futter. Oder selber was zum... Ach, das sind verschiedene Mais- und Getreidesorten. Das wird wahrscheinlich alles Futter sein für die ganzen Tiere. Jetzt zeige ich euch aber hier vorne noch am Eingang gleich die ganzen Hühner, verschiedene Hühnersorten. Ich dachte eigentlich Hasen und sowas wird es auch geben, aber... Habe ich bisher noch nicht gesehen. Also wirklich nur hier hinten drin. Alles schon leer. Hier sind sie. Herrlich. Also wenn ich mir mal Hühner wieder anschaffen sollte, ist das natürlich fantastisch. Die sehen auch alle super aus. Sonst habe ich meine Hühner aus der Legebatterie gekauft in Deutschland. Und die sahen schrecklich aus im Gegensatz zu denen hier. Hier drüben auch nochmal. Ach Gott, die Küken sind die süß. Was würde meine Family sagen, wenn ich mit so einem kleinen Entchen nach Hause kommen würde? Ach mein Gott, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Oh, da geht es aber ganz schön rabiat zu. So herrlich, mein Gott, ist das süß. Tja, also wenn ihr wollt, jeden ersten Samstag im Monat gibt es dann diese kleinen süßen Familienmitglieder, die auch noch nützlich sind und Eier legen, hier im Wodnjan zu kaufen. Also dann... Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Video. Ciao!